Hallo und willkommen zurück zu South Park. Diesmal mit dem 19. Teil. Ja, wir haben letztes Mal, ohne es wirklich zu wollen, den Hauptquest weitergespielt. Aber ja, da müssen wir so, das müssen wir sowieso irgendwann machen. Jetzt wollte ich noch ein letztes Kindergartenkind aufspüren. Das ist mir beim Schneiden und Editieren der Videos aufgefallen, dass das noch fehlt. Und dann machen wir uns doch gleich auf den Weg, auch die Mädchen zu finden. Na, nämlich hier, die Kleine. So, damit haben wir fast alle Kindergartenkinder. Ich dachte, das wäre die letzte. Naja, gut, nicht schlimm. So, und wir haben eine neue Nachricht. Verdammt, Kleiner, du bist eine tickende Zeitbombe. Total unvorhersehbar. Du hast dich hier draußen fast selbst umgebracht. Ich wünschte, ich hätte 10 weitere Männer wie dich. Das wäre ein höllischer Job. Schön. Ah, und da unten auch mal neue Nachrichten von alten Freunden. Ich sitze auf der Toilette und mache einen riesigen Scheißhaufen, weil ich ein großer, dämlicher Fettarsch bin. Ja. Such dir ein besseres Passwort für dein Konto. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. So. Ja. Kevin Stoley schreibt auch, sei gegrüßt, Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photonen-Torpedo-Unterstützung zu leisten. Kevin, Ende. Ja, wird von Cartman natürlich sofort gedisst. Okay, ernsthaft, Kevin, es gibt in Saron keine verfickten Traumschiffe, okay? Es gibt nur Menschen und Elfen. Die haben keine verfickten Phaser, die haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral, meine vulkanische Hälfte bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. Ja, der spielt halt einfach was anderes als wir, muss man auch mal akzeptieren. So, eigentlich wollte ich jetzt... So. Ach, das geht ja sogar noch weiter hier. Mit dem Schweinebärmann. Nö, dann machen wir das doch mal zuerst. Auch wenn man ja an Schweinebärmann eigentlich gar nicht glaubt. Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Vielleicht sehen wir ja jetzt mal Jesus. Oh, Schweinebärmann. Da hinten. Oh, El Gore. Oh, er sieht so herrlich aus. Ist ja nicht so, dass wir ihn gerade eben schon mal vernichtet haben. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Oh. 18.000 hat der Schweinebärmann an XP. TP. So, das ist doch ein guter Ersteindruck. Ah, nee, nicht Begleiter tauschen. Ja, wir könnten eigentlich auch irgendwann mal mit Cartman spielen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Haha, Blitze. So, Schweinebärmann. Wow. Hat weh getan, aber war akzeptabel, oder? So. Nimm das und das und das. So, du kannst schon mal direkt mit Heilen anfangen. Ach, das erhöht die MP auch gleich mit. Gut. Oh, das war überhaupt nicht zu spät. Aua. Jetzt hat er wenigstens seinen eigenen Helm weggeschmissen. Tja. Na gut, er hat immer noch ein bisschen Rüstung. Dann können wir doch nochmal die Beschneidesense verwenden. So, sind einiges an Rüstung weg und... Ach, der ist ja sowieso schon fast tot. Also komm. Wir haben ja mittlerweile auch schon hier 2.000-3.000 MP, TP. So, diesmal aber richtig.
Von wegen zu spät. Schweine, wenn man erledigt. Purpurnes Herzabzeichen, aha. Und Schweinebärmann-Klaue gibt es hier. So, mit der können wir vielleicht tatsächlich sogar was anfangen. Na, jetzt beliebt genug. Ach nee, ich glaube, die hatte uns ja sowieso schon. Vielleicht gibt es ja jetzt was in der Kirche zu entdecken. Aber da müssen wir wahrscheinlich von jemand anderem hingeschickt werden. Ne? Na gut. Na gut, dann wieder zurück. Ja, Zombies. Okay. Naja, bla. So, was kann denn die Schweinebärklaue? Schweinebärmannklaue. Perfekter Angriff treffen das Ziel und den Feind dahinter. Bei perfekten Angriffen 20% mehr Schaden zu. Ist jetzt aber so vom Schaden her sogar irgendwie... Na gut, es sind dreimal drei Angriffe. Aber dafür habe ich hier zwei Slots. Nee, irgendwie gefällt mir meine Waffe dann doch besser. Rakete der Verlangsamung. Wo habe ich denn die gekriegt? Was für ein Schneeball ist das? Okay. Dann rekrutieren wir vielleicht... Ach, das wollte ich auch noch machen. Sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Ja, weil den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, irgendwie auf der Farm. Also das machen wir noch schnell. Und dann rekrutieren wir die Mädchen. Ja, ich verfiesel mich jetzt nicht. Doch, natürlich tue ich es, aber... Ah, wo laufe ich denn lang? Hallo? So. Irgendwie mag mich die Steuerung heute nicht. Nein, ich bin nicht so doof, es liegt an der Steuerung. So. Wo ist denn Farmer Bill hier überhaupt? Hier gibt es doch nur Kühe. Ah, da geht's da rein. Nee, brauche ich einen Schweineschlüssel für. Nö, da ist ja offensichtlich. Kann man dadurch vielleicht irgendwie nach hinten kommen? Oder müssen wir hier wahrscheinlich auch später irgendwann lange? Nee. Sind da oben eigentlich keine Eulen und keine Dinosaurier? Sehe ich das richtig? Ja, vielleicht geht das, wenn man den Begleiter wechselt und Jimmy nimmt. Okay. Haha. Oh boy, the cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Kann man jetzt schon überspringen? Magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment.
Hängt das Spiel jetzt gerade wirklich oder? Yeah, well, the only problem is the flute's in the barn and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Das klingt nach Zombie-Kühen. So. All right, cows. It's time to stop misbehaving. Looks like we got a fight on our hands. Wow. Mörderkühe. Aber die vernichten wir erstmal mit den Plagen. So. Das musst du schon. Ein bisschen Effekt haben, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was Jimmy so konnte. Ach, den Power-Akkord. Machen wir doch den. Oh. Jawohl! Genau, den zuerst. Watch and be amazed. Ah, genau, das bringt die Dings zurück. Die MP. Oh, Lied der Buffs. Jimmy singt ein Lied, das Feind schwächt, aber die Gruppe. Süß. Okay, Schlaf haben wir hier. Jawohl! Ah, der braune Thron, das ist doch gut. Die überleben sowieso die zweite Runde schon nicht mehr. Wow. Mein Gott! You guys been great. Ah, das war's mit den Kühen. Wow, das sieht aber auch lecker aus. Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch mal bemerken, dass ich diese Zensur total übertrieben finde. Also ich habe mir letztens eine Satire angeguckt über, ging auch irgendwas um Nazis, ich weiß es nicht mehr genau, aber da waren alle Hakenkreuze und den Ziegheilscheiß und den Kram natürlich auch irgendwie gesprochen. Weil sobald Satire ist, darf man das in Deutschland ja machen. Und warum auch immer das hier nicht als Satire anerkannt worden ist. Ich habe keine Ahnung. Weil viel satirischer als Zombie-Kühe, es geht's doch wirklich nicht mehr, oder? Also, mein Kampf gegen Nazis in allen Ehren ist ja auch wichtig und sowas, aber ja, ich weiß auch nicht. Ist jetzt in dem Fall irgendwie, ist es so satirisch gemacht, man hätte es echt lassen können, ne? Ist ja vielleicht nur meine Meinung, keine Ahnung, aber. So. Manchmal kommt man auch ganz offensichtlich zu sein. Da ist die Flöte! Aber wir müssen natürlich erstmal mit Farmer besprechen. Können hier nicht einfach mitnehmen. So. Hallo, Farmer Bill. Hey, you did it! You elves are pretty all right! Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Well, you earned it. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Ah, und einen weiteren Freund. Und ich habe dadurch auch einen Vorteil verfügbar. Sehr schön. So, und die Fähigkeiten können wir hier jetzt eigentlich auch mal. Können wir jetzt. Ach, da kann man jetzt auch noch eins. Mehr Frösche oder fliegende Insekten erhöht die Fähigkeit deiner Gruppe. Ja, supi. Ja. Okay. Und dann hier gibt es noch einen Vorteil. Nächste erst, wenn wir 10 Freunde haben. Also da kriegen wir bestimmt nicht alle. Ja, Nahkampfwaffen mit zusätzlichem Schaden. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so die schlechteste Idee. Wobei,
Ja, extra Schlag, dein erster Angriff in jedem Kampf bewirkt zusätzlichen Schaden, ist fast noch besser, weil da nehmen wir ja immer unsere ägyptischen Plagen. Und die sollten dann auch einen guten Effekt haben, ne? Neue Nachricht von Jimmy. Ich habe 3 Shows pro Nacht im kichernden Esel. Nächste Woche geht's los. Hier ist ein Ausschnitt aus meiner Aufführung. Was hat 2 Krücken und ist gerne ein Bade? Die aufgegeben? Dieser Kerl. Wow, was für ein fantastisches Publikum. Oh, ich mag Jimmy. Okay, genug des Lobes. Wir wollen Mädchen rekrutieren. Da geht's mit Annie im Rathaus. Und solange wir keine Kindergartenkinder haben, laufen wir da, also, ja, vielleicht nochmal hin. Mich ärgert es auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass wir auch noch nicht alle Unterhosen haben. Wo ist denn das Rathaus? Rathaus, hier, waren wir da schon? Kommt mir so unbekannt vor. Nö, dann laufen wir jetzt hier einfach mal runter. Und so, das geht ja auch nicht so lange, so groß ist das Spiel ja dann doch wieder nicht. I wish City Walk would bring back their Mongolian menu. Hä, mongolisches Menü gibt's garantiert nicht mehr. Ja, tippen alle da auf ihren Handys rum. Ah, das war jetzt aber kein Zombie gerade. Das ist doch die gleiche wie eben eigentlich, oder? Da waren wir doch auch schon drinne, oder? Wir werden doch für irgendwas auch noch einen Schlüssel bekommen, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, für was das war. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Nee. Also hier gab es den Schlüssel jedenfalls nicht. So. Hier auch nochmal. Wollen wir nicht befreundet sein? Na, die wollen gar nichts von mir. Was war mit dem Mädel hier hinten? Aha. Nochmal einen neuen Freund. Howdy how. Ja, haben wir letzte Folge gesehen. Hier waren wir auch schon drin. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Nee, aber da kommen wir auch nicht weiter. So. Bum, bum, bum. Was gab's denn? Haben wir hier oben die Aliensonde schon benutzt? Nee. Nee, 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 nee. Da oben ist nämlich noch eine Truhe. So. Taco Bell, coming soon. Das steht im Hintergrund. Hm. Hier kommen wir auch trotzdem nicht weiter. Gut, das war jetzt auch leider wieder super unnötig, weil wir es viel zu spät gesehen haben. Aber wir waren hier hinten auch nicht mehr seit langer Zeit nicht mehr, ne? Die Truhe haben wir noch, die haben wir auch noch nicht geplündert. Jetzt bin ich etwas irritiert. Aber hier war in der Bank und sowas, hier waren wir schon, das weiß ich noch. Refreshen sich Truhen vielleicht? Also, sind wir jetzt genug belebt? Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Och ja, wenn man genug. Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone. Toll. Ja, wie im echten Leben auch. Stop staring at me. It's creepy. So. Muss ich nicht angucken darf. Also geht's noch. So, Wachmeister. Okay, people, nothing to see here. There's a much. Ja, ich verklappe das jetzt alles schnell nochmal ab, weil. Okay, hier waren wir auch drin, auf jeden Fall. Thinking about getting some work done myself. Back again, I see. Let me show you our brochure. Oh. Ah. Wir können uns hier ein bisschen korrigieren lassen, ja. Ich habe jede Menge Kram, aber ich weiß auch gar nicht, ich brauche den auch nicht mehr, aber ich brauche das Geld auch nicht. Also irgendwie braucht man hier in dem Spiel so gar nichts. Oder ich bin einfach nur sparsam genug.
Keine Ahnung. Hier ging es, glaube ich, auch nicht weiter, als ich das letzte Mal reingegangen bin. Ich beachte nämlich gerade nicht mehr, wofür ich diesen blöden Schlüssel bekommen habe. Okay, hier gab es auch wirklich nichts mehr. Na gut. Wir brauchen ja auch noch eine Unterhose. Eine Unterhose und ein Kindergartenkind. So. Wenn man da hochkommen soll, weiß ich auch noch nicht ganz. Dann geht's halt mal jetzt hier weiter. So, genau, hier waren wir nämlich noch nicht. Who is the Coon? Und Mantequilla gab's gerade auch. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Oh Gott. Nein, da schreiten wir doch mal ein. Who is this? Rau, die Mädchen, habt doch keine Chance gegen mich. Versucht's am besten erst gar nicht. Ein boppendes Mädchen. Na, so Leute konnte ich ja noch nie ab. Auf! So. Ich glaube, das sollte sich ziemlich schnell erledigt haben. Brauchen wir nicht mal den braunen Ton. So. Das war's schon. You like beating up on girls? Oh, I hope they didn't break it. Phew. He thinks I owe you one, kid. Ja, Anne, also du machst bei uns mit. Sehr schön. Dann schauen wir doch noch mal, was es beim in dem Rathaus zu entdecken gibt. Ah, natürlich, wir haben eine weibliche Bürgermeisterin. Hey Kid, maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Ja. So löst man Obdachlosenprobleme. Traurigerweise denken das manche Leute wahrscheinlich tatsächlich. Verprügle alle Obdachlosen. Zwei neue Freunde. So. Ja, mit der habe ich mit der jetzt nicht gerade gesprochen. Finde alle Lagerplätze von Obdachlosen in South Park und verprügelte Bewohner. 5 haben wir schon. What is this? The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Wir bleiben aber erst nochmal hier, weil ich hier noch gar nicht weitergeguckt habe. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Ah, jetzt können wir in der Kirche wahrscheinlich auch mit Jesus sprechen. How many car crashes have you been in? Da hinten gab es auch noch was. Gesichtsbemalung. Na gut. So, hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Gut, aber mit den Mädels sprechen wir erst in der nächsten Folge. Ja, tut mir leid, ich mache jetzt hier nochmal einen Cut. Auch wenn ich genauso wissen möchte wie ihr, wie es weitergeht. Tja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.